Ein Mann schaut auf ein Fieberthermometer, das er in der Hand hält. Wer krank ist, braucht eine wirksame Behandlung und muss sich darauf verlassen, dass sie ihm nutzt und nicht schadet. Von allen Seiten werden ihm medizinische Hilfsmittel angeboten. Es gibt einen großen Markt für medizinische Verfahren und Technologien, auf dem viele Akteure in Konkurrenz zueinander treten. Verschiedene Tabletten werden unter einer Lupe betrachtet. Damit PatientInnen nur die Behandlungen bekommen, die ihnen wirklich helfen, sollen alle Produkte und Verfahren auf Schaden und Nutzen untersucht werden. Die Buchstaben H, T und A erscheinen in Großbuchstaben. Sie sind umringt von Fragezeichen. Dafür gibt es das HTA-Verfahren, aber was steckt eigentlich dahinter? Ein Film der BAG Selbsthilfe zum Thema Health Technology Assessment. Ein Schild mit der Aufschrift Health Technology ist zu sehen. Erklären wir zunächst den Begriff Health Technology. Unter dem Schild klappt ein weiteres mit der Aufschrift Gesundheitliche Technologien auf. Wörtlich übersetzt steht er für gesundheitliche Technologien. Unterhalb des Schildes erscheinen drei Symbolbilder: ein durchgestrichenes Virus, ein Klemmbrett und Pflaster. Gemeint sind hierbei alle Interventionen, die Krankheiten verhüten, diagnostizieren oder behandeln sollen. Zwei weitere Symbolbilder kommen dazu: eine geöffnete Hand, die ein Herz hält, und ein Physiotherapiepatient. Gleiches gilt für Maßnahmen mit dem Ziel, die Gesundheit zu fördern oder durch Rehabilitation wiederherzustellen. Vier weitere Symbolbilder erscheinen. Das Klemmbrett ist erneut zu sehen, ein Physiotherapeut mit einem Patienten, ein Organigramm und ein Buch. Konkret umfassen die Health Technologies also Arzneimittel und Medizinprodukte ebenso wie physikalische, organisatorische und edukative Maßnahmen. Ein weiteres Symbolbild wird ergänzt: eine Gruppe von Menschen in einem Wappen. Hierbei werden auch Präventionskonzepte wie beispielsweise Rauchentwöhnungsprogramme berücksichtigt. Was ist das Health Technology Assessment? Eine Paketsortierstation ist zu sehen. Große Pakete durchlaufen eine Kontrollstation und werden anschließend in verschiedene Kisten sortiert. Das Health Technology Assessment, kurz HTA, ist ein unabhängiges und transparentes methodisches Vorgehen, das medizinische Verfahren und Technologien systematisch und auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen bewertet und ihre Effekte auf das Gesundheitswesen einordnet. Ein Paket wird mit einem Gewicht aufgewogen, auf dem das Wort Nutzen steht. Dabei wird normalerweise eine neue Methode mit der bisherigen Standardbehandlung verglichen und festgestellt, ob sie einen größeren oder zumindest gleichen Nutzen für die PatientInnen hat. Weitere Gewichte erscheinen im Bild. Sie tragen unterschiedliche Aufschriften. Grundlage der Gegenüberstellung kann dabei nicht nur der medizinische Nutzen sein, sondern je nach Thema auch wirtschaftliche, soziale, rechtliche und ethische Fragen. Ein HTA-Bericht mit vielen Ergebnissen ist auf einem Klemmbrett befestigt. Insbesondere dieses Zusammenspiel verschiedener Perspektiven erzielt bei HTA-Verfahren aussagekräftige Ergebnisse. Wozu wird HTA eingesetzt? Ein Symbolbild erscheint. Zwei Hände halten ein Herz mit einem Kreuz in der Mitte. Das Ziel von HTA ist es, eine optimale Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Der HTA-Bericht ist zu sehen. Hinter ihm kommt eine Checkliste zum Vorschein. Informationen über Health Technologies sollen für Maßnahmen und Strategien im Gesundheitswesen wie die Entwicklung von Leitlinien genutzt werden. Ein Arzt, ein Patient und eine Wissenschaftlerin schauen sich Dokumente an. PatientInnen, ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen nutzen HTA-Berichte, um sich über Sicherheit und Nutzen einer Methode zu informieren. Eine Krankenkassenkarte wird ins Bild geschoben. Münzen fallen herab und bleiben vor ihr liegen. Auch Entscheidungen zur Erstattungsfähigkeit im Gesundheitswesen können auf der Grundlage einer solchen Bewertung getroffen werden. Das Symbolbild Gesundheitsversorgung erscheint in einer Deutschlandkarte. Hinter der Karte kommt ein HTA-Bericht hervor. In Deutschland nutzen viele Institutionen HTA-Berichte. Der HTA-Bericht wird abgestempelt und ein Post-it mit Eurozeichen wird daran geklebt.
Sie werden vor allem bei der Entscheidung über die Aufnahme von neuen Health Technologies in die Ausgestaltung des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung und bei der Preisfindung eingesetzt. Zwei Gebäude sind zu sehen. Über ihnen erscheint ein HTA-Bericht. Die drei Elemente sind wie ein Kreislauf durch Pfeile miteinander verbunden. Insbesondere beauftragt der gemeinsame Bundesausschuss, kurz GBA, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG, solche HTA-Berichte zu erstellen. Der abgestempelte HTA-Bericht ist erneut zu sehen. Diese systematischen Nutzenbewertungen des IQWiGs haben, soweit der GBA der Einstufung folgt, Konsequenzen für die gesetzliche Krankenversicherung und die Ausgestaltung ihres Leistungskatalogs. Ein Arzt steht neben einem Krankenkassengebäude. Daneben nehmen Krankenkassen selbst wissenschaftliche Bewertungen für Maßnahmen vor, die sie in ihre Selektivverträge aufnehmen. Wenn ihr mehr über die Nutzenbewertung und HTA im europäischen Vergleich erfahren wollt, dann schaut auf unserer Webseite vorbei. www.bag-selbsthilfe.de. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit. Wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen möchtet, abonniert unseren Kanal.